Ich darf vorstellen, Saskia Bartusiak, frisch gebackener deutscher Meister. Und Pokalsieger. Und Pokalsieger natürlich. Hier unser Star-Reporter von WW Sportmidee, Florian Schütz. Servus. Er hat ungefähr 25 Fragen vorbereitet, noch keine einzige gestellt. Wie fühlt man sich so als frischer deutscher Meister? Super, das ist meine erste deutsche Meisterschaft. Oh, ja. Das ist ja eine absolute Premiere. Für mich war das... Ich hab schon irgendwie so von der Rundschau einer gesagt. Stimmt. Okay. Nebenbei muss ich erwähnen, sie ist erstmal deutsche Meisterin geworden. Für mich war das erste Frauenspiel, was ich live gesehen habe. Und hat sie gefallen? Ja, überragend. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Okay, oder? Nein, ich fand es echt gut. Ja. Ich habe das erste Tor nicht gesehen, aber sonst. Wann war sie noch? Wir waren 50 am Ende. Und die Schale nächste Woche, oder? Gibt es eigentlich eine Schale im Frauenfußball? Pokal? Wie, das weißt du nicht? Ja, hallo, meine erste Meisterschaft. Ja, und? Das habe ich vorhin im Interview gesagt. Das läuft doch immer noch. So. Nee, wir kriegen Pokal da. So, Flo, gibt es noch irgendwas, was dich ganz brennend interessiert, was du noch nicht von der Saskia weißt? Ja. Dann schieß Warum los. Hat die linke Verteidigerin 3 Tore geschossen und die rechte Verteidigerin hat sich so zurückgehalten? Das ist echt blöd gewesen. Naja, gut, also ich habe ja dann von rechts hinten, war ich dann auf dieser Innenverteidigung, ich bin mal rumgereicht. Das habe ich schon. Was ich eigentlich gar nicht so toll fand, aber... Aber links außen hast du Druck gemacht, das habe ich gesehen, ja, aber... Ich hätte auch trotzdem das spielen lassen. Ich hätte dafür bleiben können. Was macht ihr heute Abend noch? Also, wir sind jetzt erst noch mal zum Essen eingeladen, hier irgendwo in der Nähe. Okay, sehr gut. Da fahren wir jetzt noch hin. Werden wahrscheinlich ein paar Kästchen Bier im Bus haben. Ui. Trinken. Dann, wenn wir ankommen, weiß ich nicht, ob da irgendwas geplant ist. Dann, wenn spontan, also wir wissen bis jetzt noch nichts davon. Ich habe einen Balkon am Römer oder so, mit 35.000 Fans. Und wie haben wir hier 9-0? Das ist jetzt der Deal. Den Deal haben wir gemacht in der Halbzeit, wenn wir 8-0 schaffen, dass wir dann erst wieder Mittwoch Training haben. Das kann ich dir sagen, was ist. Das gefällt dir, gell? Ja, das gefällt mir total. Vielleicht können wir da noch mehr rausschlagen. Aber definitiv ist Montag. Das heißt, sie hat Montag frei. Montag, das heißt? Dienstag frei. Das heißt, für das Sportmann-Team, ja, und mich. Das heißt, wir haben ein Date. Ich werde eingeladen zum Essen. Das hast du dir verdient. Auf das jeden hast Fall. Du dir verdient, definitiv. Ja, also das haben wir ausgemacht. Dass wir Mittwoch erst wieder trinken. Und Donnerstag ist es. Sportmann-Rock!